Guess who's back? Tobi ist wieder da. Sehr schön. Wir werden heute über die letzten Wochen sprechen, was er so gemacht hat oder besser gesagt nicht gemacht hat. Er wird sich bei mir natürlich gebührend bedanken, dass ich das Ganze übernommen habe. Ein, zwei kleinere News haben wir auch. Also wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Servus, grüß euch und hallo zur 159. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Rückkehrer. Servus. Servus, grüß dich. Ja, da klopft es noch ganz gut. Ich kann es noch. Sehr zum Prost. Wohl. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, wie der Spruch am Anfang geht. Jetzt habe ich ihn doch ein paar Mal nicht so gesagt, wie er gehört. Doch, er war doch immer so ähnlich wie, also ich habe mir natürlich alle Folgen angehört und habe doch immer wieder zumindest den Spruch, bis zu dem Spruch habe ich es geschafft, dann habe ich natürlich abdrehen müssen, weil ich keine Zeit mehr gehabt habe. Aber der war doch immer so ähnlich. Ja, zeig mal dein tolles T-Shirt her. Das war ein Geschenk von mir. Sehr gelungen, eine Überraschung, ja. Ja, genau, eine Überraschung. Vielen Dank dafür. Und natürlich vielen Dank dafür, dass du die letzten Wochen übernommen hast, das Ruder, und sehr viele nette Gäste gefunden hast und interessante Interviews oder Gespräche geführt hast mit ihnen. Ja. Und das war sehr, sehr schön. Auch, dass eben so viele Leute scheinbar auch gleich zugesagt haben und dass dadurch die für dich hoffentlich auch nicht allzu stressig war. Und ich habe mir ein paar Wochen Zeit oder Zeit nehmen können für Frau und Kind. Und das war sehr toll. Sehr genossen schon die Zeit und ich genieße es immer noch. Ich bin ja irgendwie immer noch so die Frage, jetzt fragen mich schon die Leute, ist das jetzt, wie machst du das? Papa-Monat oder Karenz? Und ich sage so, Papa-Monat, Papa-Jahr, Papa-Jahrzehnt, mal schauen, wie lang es wird. Ich genieße es jetzt. Natürlich komme ich wenig zum Arbeiten derzeit, aber es stört mich nicht. Und solange es passt, ist das schön so. Irgendwann, also ich komme schon ab und zu natürlich zum Arbeiten, aber eigentlich eh so, wie ich es immer gerne gehabt habe. Ich möchte mich nicht allzu viel stressen. Das heißt, jetzt hast du ja eine Ausrede mehr. Ist ja auch nicht schlecht. Genau. Ja, natürlich wirklich weniger Zeit. Das stimmt schon, dass es schwierig ist, sich einmal einen halben Tag hinzusetzen und was zu arbeiten. Das spielt es eigentlich nicht. Aber ab und zu einmal ein, zwei Stunden, das spielt es auf jeden Fall. Ja, das ist schon einmal ganz gut. Damit du auch nicht ganz rauskommst aus dem Ganzen, weil man weiß ja nicht, vielleicht bist du eh in ein paar Monaten froh, wenn du mal sagen kannst zu deiner Freundin, ich muss wieder was machen, nur damit du jetzt einmal wieder, dann schließt dich ein im Büro und hast wieder zwei Stunden deinen Frieden. Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ganz rauskommen aus dem Rhythmus solltest du ja auch nicht. Und ein Will bisschen nicht. Mit der Thematik dich beschäftigen solltest du ja auch, weil sonst kannst du ja gar nichts sagen im Podcast, was auch nicht zielführend wäre. Ja, will ich auch gar nicht. Das ist ja für mich eben auch Hobby und Beruf gleichzeitig. Deswegen ergibt sich das ganz gut. Und es ist nicht so, dass ich jetzt aufstehe in der Früh, oh Gott, ich muss jetzt arbeiten, fahre einen Tag lang und ich halte es nicht aus. Das ist schön. Aber sonst, prinzipiell kann ich nur sagen, es waren aufregende 5 Wochen oder davor natürlich auch schon aufregend. Mhm. Und ich genieße es sehr, Papa zu sein. Und habe ich mir nicht vorstellen können, vielleicht noch vor 2, 3 Jahren, dass es mal soweit ist. Und jetzt ist es soweit und es ist echt toll und ich genieße es. Und kann ich jedem empfehlen, das einmal mitzuerleben. Und man merkt so wirklich, dass sich da so die Prioritäten ändern. Was ist wichtig für einen? Und derzeit ist halt einfach jetzt die Familie das Wichtigste und alles andere steht weiter hinten. Und das wird, es wird wahrscheinlich jetzt lange Zeit so bleiben. Aber man wird schon alles unter einen Hut bringen, weil ich habe immer bewundert die Leute, die Familie und Beruf oder halt gerade unser Business, was ja doch eben nicht zeitlich gebunden ist, dass die das alles irgendwie gleichzeitig managen. Mal schauen, ob das auch gelingt. Aber ich glaube trotzdem, also würdest du sagen, dass es schon ein Vorteil ist, dass du selbstständig bist und wirklich so eine freie Zeiteinteilung hast, weil man kann ja selbstständig sein und trotzdem ständig Termine haben,
Aber ja, bei uns ist es ja jetzt nicht so tragisch. Wir können ja, ob wir jetzt früher aufstehen, später aufstehen, ob wir jetzt am Vormittag was arbeiten, am Nachmittag, ob wir sagen, wir machen jetzt nur jeden Tag 3 Stunden was, solange sich alles ausgeht, ist es ja egal. Würdest du sagen, dass das schon ein Riesenvorteil ist? Ja, für mich jetzt total natürlich, ja, weil jetzt mache ich halt einfach nur dann, wenn ich Zeit und Lust habe. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, vor 2, 3 Jahren, wo ich noch viel mehr Kundenprojekte gehabt habe, das wird halt jetzt, wird wahrscheinlich schon gehen, dass man sagt, hey Leute, tut mir leid, ich habe jetzt mal einen Monat keine Zeit. Aber dann bist du doch immer irgendwie in Bringschuld und hast immer ein schlechtes Gewissen und sagst, okay, eigentlich müsste das Projekt schon fertig sein in nächste Woche. Ja. Und natürlich ist das jetzt sehr angenehm, dass ich wieder mal nur das machen muss, was ich will, oder umgekehrt. Ja. Ich muss eben nichts. Und wenn ich nichts mache, verdiene ich trotzdem noch ein Geld mit der Arbeit, die ich halt in den letzten Jahren gemacht habe. Also jetzt ist bei dir quasi das passive Einkommen trotzdem wieder ein bisschen natürlich. Spielt eine Rolle, weil wir ja trotzdem eigentlich gesagt haben, hey, unser Business ist ja nicht wirklich ein passives Einkommen, weil du musst ja vorher sehr viel arbeiten und trotzdem musst du am Ball bleiben, damit es auch weitergeht, weil sonst gehen ja die Gewinne irgendwann einmal runter. Aber jetzt in dieser Zeit ist sicher nicht schlecht, dass man weiß, okay, auch wenn ich jetzt weniger dazukomme, es kommt Geld rein und es würde sich erst in den nächsten Monaten auswirken, wenn es gar nichts mehr machst. Das ist ja natürlich der Vorteil, beziehungsweise gleichzeitig auch Nachteil, dass man ja eben, ich kriege nicht dieses Monat das Geld für das, was ich letztes Monat gearbeitet habe, und deswegen ist es gerade jetzt natürlich schön, dass es jetzt bei mir ist immer gerade der Sommer, die wichtigsten Monate eigentlich des Jahres, die am besten gehen, und dann freut man sich natürlich noch mehr, wenn ich jetzt dann doch den ganzen Tag irgendwo unterwegs bin mit der Kleinen oder halt zu Hause bin und mich darum kümmere, und trotzdem passen die Sales. Und das ist sehr angenehm, das Gefühl. Und ich hoffe, man hört die Sales passen nie. Ja, ich höre nicht zu laut schreien die ganze Zeit, aber wir haben auch gleichzeitig noch Gäste heute, die auch ein kleines Baby mit haben, und jetzt ist da gerade ein bisschen ein Wirbel. Ja, so geht es manchmal dann. Und dann schlaft man manchmal nicht so viel, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Glück. Wir haben eigentlich, es passt sehr gut, und ich komme auch noch genug zum Schlafen. Und es ist noch nicht so, dass ich sage, oh Gott, wie soll ich die Nacht überstehen? Ich brauche endlich Schlaf. Und nein, es läuft sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Ja, das freut mich, und hoffentlich bleibst du uns erhalten und dem Business auch. Und natürlich, ja, es wird ja mit der Zeit immer besser, würde man sagen. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube eben eher nicht. Ja. Ich glaube, dass das jetzt sehr angenehm ist, weil sie jetzt sehr viel schläft, und dann wird es immer mehr so, dass sie immer weniger schläft, und dann werde ich mal so müde da sitzen und sagen, welcher Tag ist heute und müssen wir jetzt wieder Podcast aufnehmen? Aber dann machen wir ein Bierchen auf und dann geht das schon. Ja, genau. Ein paar Sachen müssen ja gleich bleiben zu vorher. Ah, das habe ich schon vermisst. Ja, und ich habe euch alle, wollte ich mich mir noch bedanken für die netten Nachrichten und Kommentare und Private Messages, die an euch alle, die ihr mir gratuliert habt, und habe ich sehr nett gefunden. Und überhaupt auch eben eure diversen Aufnahmen, wo ihr immer wieder dann mich erwähnt habt. Das hat mich gefreut. Ja. Und ich bin zurückgekommen natürlich. Sehr gut. Wollte mich nicht drücken. Hast du jetzt auch schon alles quasi in Audioform hochgeladen? Das müsste jetzt auch, glaube ich, passen. Ja. Ja. Sind jetzt schon alle aktuell online? Mal schauen, wann ich den heutigen Podcast online stelle, die Audioversion. Nein, wenn ich natürlich selber dabei bin, dann beeile ich mich dann schon. Vielleicht dauert es einen Tag noch oder so, aber auf YouTube ist es mal online und die Audioversion kommt dann vielleicht am nächsten Tag. Ja. Man wird es erwarten können. Gut, nächstes Thema ist, jetzt drehen wir mal wieder mehr vom Business, würde ich sagen. Business? Obwohl jetzt eigentlich Baby dein Business ist. Yes. UK, der Herr Merch Whisper hat das schon irgendwie ein bisschen gespoilert in seinem letzten Video. Er hat gesagt, er kennt jemanden aus seiner Mastermind-Gruppe, der ein Glück hatte am UK-Markt letzten Monat, und dieserjenige war ich. Und zwar ist bei mir
letzten Monat UK absolut eskaliert. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Was war vorgefallen? Die Designs, um die es sich handelt, habe ich schon vor 2-3 Jahren hochgeladen, ohne Intention, dass das irgendwie auf jetzt irgendein Event gepolt ist oder sonst irgendwas. Und ich habe vor einigen Wochen dann schon gemerkt, denke mir, ah, okay, das verkauft sich jetzt. Ja gut, wieso nicht? Kann ja sein, dass der, vielleicht sind ja die Briten jetzt ein bisschen patriotisch unterwegs oder sonst irgendwas. Kann schon sein, dass das jetzt funktioniert und hat mich halt gefreut. Und das ist immer mehr geworden. Tägliche Sales sind reingekommen, 2-mal jeden Tag, 3-mal jeden Tag. Und dann haben wir mal so meine Ads gecheckt. Da haben wir gedacht, na okay, wenn das jetzt ein bisschen mehr funktioniert, vielleicht mache ich irgendwie eine Group-Ad mit diesen Designs und dann funktioniert das noch besser. Man soll ja das pushen, wenn das funktioniert. Nicht immer nur Werbung schalten, wenn nichts funktioniert. Und dann habe ich mal geschaut, auf was für, weil ich ja trotzdem schon die Designs in ein paar anderen Variationen quasi in Ads drinnen gehabt habe, auf was für Keywords und so, dass das Ganze oder Asins, dass das ausgespielt wird. Und dann bin ich draufgekommen, okay, immer irgendwie ist da das die Queen untergekommen, Queens Platinum Jubilee und lauter solche Sachen. Mhm. Dann habe ich mir nachgeschaut und bin draufgekommen, dass das ist genau heute nämlich, am 2. Juni, dass die Queen eben ihr 70-jährige, Amtsdingsbums. 70 Sie ist Jahre Queen Amt. Seit 70 Jahren, kann das sein? Ja das kann sein. Also ja. 70 Jahre nicht, weil sie wäre schon ein bisschen älter. Ja. Denke ich mir, okay, war dann irgendwie so ein trauriges Auge und ein lachendes Auge. Das Lachen, denke ich mir, super, jetzt geht sicher dann gut ab. Das weinende Auge war, weil man gedacht hat, oh schade, das ist dann in 3 Wochen wieder vorbei. Ich habe halt doch gehofft, dass das jetzt vielleicht allgemein irgendwie jetzt besser funktioniert. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann halt gut mit Werbung hantiert und es hat alles toll funktioniert. Und das ist abgegangen wie nur was. Also da wirklich Designs, teilweise 40. Aber es waren mehrere Designs und jetzt nicht nur sondern... Es waren mehrere Designs, die dann funktioniert haben und wirklich teilweise 40, 50, 60 Sales am Tag. Oh, schön. Ja. Und nicht, dass glaubt, ich habe da jetzt irgendwelche Billigpreise drin oder sonst irgendwas, sondern es ist alles um 19,99. Und cool. Das schmeckt dann Pfund, wirklich. Nämlich Pfund. Noch dazu. Weil überlege mal, wenn du ein 19,99 T-Shirt in Kindergröße verkaufst. Ja. Da geht, das ist so wie die alten Merch-Preise noch quasi, oder? Was bleibt da über? 7 Pfund oder so? Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht. Ja. Ich habe das nie rausrechnen können, weil ja immer mehrere gleich verkauft worden sind. Cool. Und da war ja den Betrag da. Aber das schmeckt dann schon gut. Aus, ja. Ja, aber natürlich, die Befürchtung ist dann folgende. Ich werde wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen und in den nächsten 2-3 Wochen einen Haufen Retouren bekommen. Mhm. Was logisch ist bei Events. Ich werde ein Riesenproblem waren, sind natürlich die Ads auch noch, weil, wenn du dir vorstellst, die Ads sind natürlich letzten Monat enorm in die Höhe geschossen. Auch natürlich der Gewinn ist enorm in die Höhe geschossen. Aber die Ads muss ich auf meiner Kreditkartenrechnung, muss ich die jetzt in ein paar Tagen bezahlen. Die Auszahlung vom Merch bekomme ich aber erst Ende des Monats. Das heißt, ich muss da in Vorleistung gehen und wenn man das nicht irgendwie auf dem Konto hat, ist es dann, dann kann es schon eng werden, würde ich mal sagen. Also da habe ich dann schon kurz und denke mir, das ist jetzt aber blöd. Wenn da jetzt wirklich dann zigtausende Euro an Ad-Kosten da sind, aber du... Zigtausende vielleicht ja nicht, oder? Wieso? Tausende vielleicht, oder? Ja, zigtausende sind, für mich sind 7.000 auch zigtausende, oder? Nein. Sicher? Tausende. Ich habe ja nicht gesagt zehntausende, ich habe gesagt zigtausende. Ja, egal, jedenfalls mehrere tausend Euro Kreditkartenrechnung und wenn man das dann nicht am Konto hat, ist es blöd, ja. Aber es hat sich scheinbar wirklich ausgezahlt, auch diese spezifische Werbung dann zu schalten, weil du schon gesehen hast, okay, da tut sich was und jetzt ballere ich noch gescheit Werbung drauf und dadurch ist es dann noch mehr eskaliert. Ja. Sehr cool. Also da habe ich dann das erste Mal auch eine Video-Ad probiert.
Aha, ja. Es hat auch super funktioniert. Mit Aber einem Placid-Video oder hast du selber ja, ein schönes Video gemacht? mit einem Placid-Video. Okay. Und da war halt das Gute dann, ich wusste, das Design funktioniert. Und dann ein Video-Ad schalten ist natürlich toll. Weil dann Ja. kannst du ja gar nicht verlieren. Und ich habe aber die Was kostet das Video-Ad, dann? ich weiß gar Ist nicht, das was habe dann ich da. deutlich teurer? Kann sich das bei den T-Shirt-Royalties noch rentieren? Naja, schon sicher, wenn dann so gut wie jeder Klick eigentlich auch ein Kauf ist, Mhm. natürlich dann schon. Und man Sehr muss auch cool. sagen, ich habe jetzt nicht auf Keywords das Ganze gemacht, sondern wirklich auf Produkte. Also ich habe alle Konkurrenzprodukte mir rausgesucht Schön. in dem Bereich und habe halt auf das die Video-Ad dann geschalten. Und das hat wirklich super funktioniert. Also das finde ich, war ein traumhafter Monat. Dafür ist es jetzt seit 2 Tagen absolut schlimm, weil jetzt kommen auch die Retouren schon rein. Und Und heute ist es dann ganz weg, oder ist es dann doch ja, so, dass viele Leute vielleicht jetzt die Shirts sehen, wenn die anderen das anhaben und sich das dann doch noch schnell das kann bestellen? natürlich sein. Ich habe die Werbung natürlich auch dementsprechend jetzt gedrosselt und teilweise ausgeschalten, werde das aber sicher dann morgen oder übermorgen wieder Ja. einschalten, beziehungsweise auch ein bisschen, wenn dann quasi das Event vorbei ist und es dann wirklich nur mehr um die T-Shirts geht, dann werde ich wieder schauen, ob ich die Aufmerksamkeit drauf ein bisschen halten kann. Weil die hat Das sie Coole ist jetzt doch. ja, oder das Coole ist ja eben, dass das nicht wirklich ein eventbezogenes Motiv, wo dann eben drauf steht Genau. Jubilee Queen, sondern es Ja, ist ja ein genau. allgemeines Motiv, das Genau. eigentlich ein Evergreen sein kann, genauso. Und Ja. der hat Und halt das jetzt einen Beste ist ordentlichen Push. das, UK hat keinen BSR. Ja, eben, das wollte ich vorher noch sagen, wo du dann gesagt hast, da ist der Vorteil, dass jetzt dann wahrscheinlich, ja, es wird schon Copycats auch geben, aber sie finden es nicht so einfach, das, was sie Copycatten Genau. müssen. Genau. Also es ist Und jetzt nicht so, ich gehe in Merch Ninja rein oder in Flying Research und schaue jetzt, was da jetzt super funktioniert, ja, weil die dort einfach nicht auftauchen. das ist super. Ja. Ich Ja. frage mich ja, ich wünsche mir ja immer noch, dass BSR komplett abgeschafft wird, aber Ja, das ich wäre glaube, das ist natürlich ein gut. Wunschtraum. Aber ist halt immer so. Weil den BSR wird es ja trotzdem im Hintergrund irgendwie geben. Ja, eh. Die Aber API kann wozu? dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie absaugen oder Ja, keine Ahnung. eben, aber Aber was wissen das wir? müssten sie halt abdrehen einfach. Ja. Wozu? Ich sehe den Grund eigentlich nicht, außer für Leute, die analysieren und Naja, kopieren. für mich selber ist schon irgendwie wichtig, ein BSR-Verlauf zu sehen auf meinen Produkten. Ja, ey, es ist Finde schon find ich schon nett, interessant. aber. Also ich hätte nämlich doch teilweise gerne gesehen, was für ein BSR diese Ja, mit Designs gehabt 60 hätten. Sales in UK, nämlich 60 Sales am Tag, ist das schon, bist schon vorn mit dabei, sicher, oder? Ja, da Ja. wäre wahrscheinlich der BSR auf jeden Fall einmal nur dreistellig, Ja. wenn nicht sogar zweistellig teilweise. Ist cool. Das könnte man schon gut vorstellen. Aber ja, so ist es mal. Wie gesagt, der Monat war ein Träumchen. Hat mich sehr gefreut. Jetzt wird für mich natürlich ein sehr deprimierender Monat, weil ich schon einmal von Haus aus runtersteigen muss von den Sales und dann natürlich die ganzen Retouren noch dazu kommen. Aber so ist das Business. Vielleicht funktioniert dann plötzlich irgendwas anderes. Auf was ich aber ganz raus will, ist das, man weiß oft nie, welche Designs plötzlich abgehen, obwohl sie schon 2, 3 Jahre online sind. Die Designs haben vorher so, weiß nicht, 5-mal sich im Jahr verkauft, Wenn 6, 7-mal im Jahr überhaupt, verkauft, wahrscheinlich, wenn ja, ist überhaupt. cool. Und plötzlich aus irgendeinem Grund schwemmt sie nach vorne und dann geht's, kann es richtig abgehen. Deshalb kann ich sagen, alles, was ich heute hochlade, kann sich in den nächsten 3, 4 Jahren irgendwann einmal zu einem Seller entwickeln. Man weiß es nicht. Aber ich verstehe natürlich, dass Leute sagen, ich habe nicht die Zeit, dass ich darauf warte. Also Ja, sollte ich die schon. Motivation ist natürlich dann nicht Ja. so. Und Aber was mich natürlich freut's. auch positiv ist, glaube ich, für UK, dass da eben Born und Unknown und so nicht unterwegs sind. Die sind halt alle nur am US-Markt, glaube ich. Ja. Ja. Und das ist jetzt schon auch wieder gut, weil sonst hätten die das wahrscheinlich auch gleich kopiert. Ja. Ja, Aber das glaube zu ich dem dann. Thema kommen wir eh dann gleich nochmal. Ja, Oder jetzt gleich vielleicht ein könnten wir jetzt schöner dann gleich gehen? Übergang. Wenn wir schon Genau. von. Oder magst du noch was sagen? Nein, nicht, also einfach nur auch, dass Leute wissen,
dass alles, was sie jetzt hochladen, dass das sich irgendwann einmal verkaufen kann und sie dürfen nicht alles irgendwie abschreiben sofort. Ja, sagen, es ist ja, ich finde es ja immer, ich finde es immer lustig oder schön, wenn man dann plötzlich so Motive verkauft und man sagt, oha, ja, das habe ich ja vor Jahren mal hochgeladen und ja. Das ist jetzt mein zweiter Sale. Ich meine, es ist eigentlich traurig, aber man denkt sich, ja, immerhin hat sich jetzt ein zweites Mal verkauft und dann hat man schon ein paar Dollar damit verdient und dann dadurch hat sich dann vielleicht doch gelohnt, die Arbeit. Ja. Und man weiß es eben nicht. Plötzlich verkauft sich dann 100 Mal und das ist dann, ja, dann rentiert es sich erst zurecht. Aber jetzt, quasi bevor wir dann den Screen sharen, nochmal eben Born und Unknown. Ich war erschrocken, weil ich kurz mal wieder Research gemacht habe, letzte Woche oder so, dass das Born und Unknown-Thema eigentlich nicht vorbei ist. Nein, ich glaube, es Born ist größer als je zuvor, leider Gottes. Genau, also es ist wirklich schlimm und ich verstehe nicht, warum Amazon da nichts macht oder anscheinend nichts machen kann oder es ist ihnen egal. Aber ich finde halt, dass dieses Born und Unknown-Thema die ganzen Events in den USA für mich zerstört haben. Wir haben jetzt zum Beispiel den Pride Month. Normalerweise müsste ich schon, ich habe extra vor 2 Monaten schon angefangen, alle meine LGBT-Designs in einer Group-Ad zusammenzufassen, dass sie zumindest einmal vielleicht schon den einen oder anderen Sale bekommen. Nix, nur Kosten. Und dann denkst du, warum? Das gibt es ja doch gar nicht. Die haben sich früher schon verkauft, oder? Die haben sich früher schon verkauft und jetzt gar nichts mehr. Und jetzt sind wir mitten in dem Pride Month drinnen und es tut sich einfach nichts. Und das finde ich halt so schade. Dasselbe auch mit den ganzen Fourth of July Sachen. Das sind Sachen, die haben sich wirklich schon gut verkauft von mir. Und ich habe auch schon seit 2 Monaten mehrere Ads draufgeschalten. Und es verkauft sich so gut wie nichts. Und normalerweise hat es ja, ich meine, der 4. Juli ist in einem Monat. Ja. Also ich verstehe das nicht. Dass sollte das jetzt schon losgehen. Sollte schon anfangen. Ja. Father's Day genauso. Also es ist ganz schlimm. Und jetzt kommen wir natürlich zu der traurigen Nachricht. Der Tobi hat da irgendwo was gelesen oder rausgefunden oder was auch immer. Da wechseln wir jetzt mal zum die Research Base, tolles Tool. Ja, es geht jetzt eigentlich darum, dass scheinbar Birkenstock jetzt so ein neues Beispiel ist. Ich habe jetzt da einfach mal nur nach Birkenstock gesucht, habe es schon geöffnet, damit sich die ganzen Produktorzahlen schon laden. Was ist jetzt gestanden, dass auf dieser Seite 8 Designs von dir sind? Nein. Ja, okay. Genau. Nein, das habe ich vorher schon abgedreht. Also, aber da schaut euch das einmal an. Ich meine, das ist wieder mal irre. Ja, das sind die typischen Bestseller derzeit. Das ist Juneteenth und halt dann schon die Schulende-Dinger. Alle unter der Marke Birkenstock. Und jetzt kommt das Allerbeste. Alle um 13.07 drinnen. Ja, das heißt, die Leute machen nicht einmal einen Gewinn damit. Ja. Haben jetzt schon einen schönen BSR unter 30.000 in den USA. Ja. Und dann, das was halt das Lustigste ist, ist, dass die alle so vor 1-2 Monaten hochgeladen wurden. Ja? Alle am 14. April, 13. April. Und so geht das weiter. Ja? Und alle unter der Marke Birkenstock. Ich meine, das verstehe ich nicht. Birkenstock ist sicher eine eingetragene Trademark. Wieso werden die nicht sowieso sofort rejected? Und wenn es nicht rejected werden, dann könnte doch Amazon das mittlerweile mitgekriegt haben, oder? Ich meine, das sollte doch ein Knopfdruck sein, zack, und alle fliegen raus. Ja. Schaut sich an, das ist irre, alles 13.07. Aber zumindest da beginnt es dann jetzt schon, die jetzt scheinbar noch keine Sales haben. Ja, aber trotzdem. Kommen wieder welche mit Sales, das ist, ja. Aber es ist ja traurig. Es sind halt auch wieder diese typischen Designs, die man alle irgendwie schon einmal gesehen hat und wo man dann eben auch nicht weiß, das ist vermutlich so wie bei diesen Born, wo das doch einfach 1:1 Kopien sind. Aber schon wieder eine Schuhmarke. Ja, das stimmt. Born war ja auch irgendwie so Schuhgeschichten, gell? Also und du hast ehrlich, vorher gesagt, dass wir irgendwie in einem Podcast vor 1-2 Monaten oder wo wir über Born gesprochen haben. Nicht dass wir dann gesagt haben, wir müssten halt einfach irgendeine Marke nehmen und sich dazu hängen. Und haben wir da dann Birkenstock gesagt oder nicht? Ich weiß nicht, ob es im Podcast war, aber privat haben wir auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Und so, in echt sind das eigentlich die UK-Bestseller vom Sigi, die ja jetzt da plötzlich lauter Birkenstock-Dinger
Ja, verkauft sich ganz gut. Aber das ist jetzt schon ein Wahnsinn. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, Amazon, schau, dass du den Laden in den Griff bekommst. Ja, mich ärgert das dann, dass sie es auch noch um 13:07 reinhauen. Ich meine, Ja. da hat ja wirklich niemand mehr was davon. Ja. Das heißt, die nehmen uns den Sale weg und verdienen nicht einmal was daran. Verdienen nichts Sicher damit. können wir jetzt sagen, okay, vielleicht werden die dann, wenn sie einen guten BSR haben, werden sie dann die Preise vielleicht höher stellen oder es geht ihnen wirklich nur rein, um das Accounts hoch zu pushen und die dann zu verkaufen und dann machen sie mit dem das Geld. Ja, aber verstehe nicht, weil ich meine, so einen Account kannst du den noch verkaufen. Das ist ja denen dann wurscht. Naja, die Logik werden wir wahrscheinlich nie verstehen. Ja. Vielleicht meldet sich ja mal jemand, der das vielleicht betreibt, so als anonymer Gast und kommt zu uns in den Podcast. Das würde mich schon sehr interessieren. Aber ich Ja. glaube, dafür muss man Vietnamesisch lernen. Traurig. Ja, wirklich traurig. Und dann, ich meine, schauen wir halt einmal noch, ob Born auch noch so gut funktioniert. Ja, Ja, okay, das sicher. sind die. Das ist ja Wahnsinn. Das ist halt Anon. jetzt, ja, das Ja. würde ich jetzt mal Ich glaube, sagen. dass die wirklich jetzt momentan versuchen, alle möglichen Marken irgendwie rauszufinden, die nicht auf Trademark anschlagen. Oder was haben wir denn jetzt eigentlich? Weil bei Born ist das Ergebnis ja eigentlich irrelevant. Schauen wir mal auf Pride Month, hast du gesagt. Ja. Das wird schon interessant, ob man da jetzt dann auch diese ganzen. Ich meine, da haben wir immer diese Artist Unknown-Geschichten, wo man immer noch nicht so recht weiß, wann. Schaut, Ja. jetzt gibt es Unknown und Artist Unknown. Interessant. Zumindest keinen Born gibt es mehr da in den bei den Bestsellern. Ja, aber vielleicht ist er nicht unbedingt Pride Month, vielleicht musst du eh irgendwie LGBTQIA oder irgendwas reinschreiben. LGBTQ Q. Artist Unknown, Artist Unknown. Ja, okay, das sind aber wenigstens alte. Schau, ich meine, das ist Ja. 2017 hochgeladen worden, dann hat das schon seine Berechtigung. Warum Ja. das jetzt dann unter Artist Unknown drinnen ist, weiß man nicht. Also ja, irgendwas hat es auf jeden Ralph Fall noch. Lauren ist jetzt auch drinnen, oder was? Ja, lustig, ja. Wird vermutlich auch nicht der echte sein, aber ist schon lang online. Es ist irre. Es ist wirklich Wahnsinn. Also, ja, das können nur Leute sein oder Verbände sein, denen die Accounts per se egal sind, wenn sie die verlieren. Swagger Weil Sound habe ich auch noch nicht gesehen. Das das dürften würde, auch gut gehen. das würde bei uns niemand machen, weil man trotzdem sich einen Account aufbaut und der ja auch ja, online bleiben sollte. Aber ja, egal. Ja, wir können es Blöde. leider nicht ändern. Wir können uns ärgern, Blöd. aber also wir können schauen natürlich, wenn man seine eigenen Sachen findet. Wie gesagt, würde ich es immer noch melden und löschen lassen. Ich hoffe, dass dann zumindest Amazon bereit ist, es zu löschen. Und dann wird vielleicht ab und zu auch mal ein ganzer Account geschlossen. Oder doch mehr mitgehen. Aber so wie es ausschaut, wenn du einen Account schließt, machen es 10 neue auf. Und Ja. ich frage mich immer, wie das funktioniert. Alle, bei uns schreien alle, dass sie keinen Account bekommen. Und die Spammer haben einfach unendlich viele Accounts, wie es ausschaut. Das ist echt ärgerlich. Ja, es ist traurig, so macht das Ganze keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Events sind für mich da eigentlich eher gestorben. Ich probiere Ja. halt schon was aus, weil es ja blöd wäre, wenn nicht, weil ja irgendwann wird das Problem vielleicht auch behoben werden. Aber ja, also mir graut schon vor Weihnachten und vor Halloween. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wie es den Leuten geht, die Schulanfang und den ganzen Ding in Amerika machen, First Grade, also ob das funktioniert, ob da auch Born, es sind halt immer genau die Eventsachen. Die machen ja nichts, was irgendwie Evergreen-mäßig ist Ja. oder zumindest im großen Stil machen sie das nicht, sondern immer nur so, ah, okay, wir werden den Account wahrscheinlich 3 Monate besitzen, wir müssen innerhalb kürzester Zeit schauen, dass wir so viele Sales wie möglich machen, dann nehmen sie natürlich das nächstbeste Event,
In dem Fall ist jetzt dann Independence Day oder Father's Day oder was weiß ich, was jetzt da noch alles war. Und dann balanzt das alles zu. Ja. Und wenn dann der Account irgendwie hochgestuft wird oder sonst irgendwas. Ja. Vielleicht verkaufen sie auch Tier 10 Accounts mit, sagen, hey, aber du hast schon 1000 Sales drauf. Das heißt, wenn du den füllst, ja, dann wirst du sofort abgetiert. Das ist ja auch so. Könnten es denn ja auch verkaufen, weißt? Dass sie gar nicht denn irgendwie, ja, egal, aber ja. Deshalb genau. Diversifizieren, schaut, dass auf mehreren Marktplätzen was macht, schaut, dass trotz allem irgendwie vielleicht die anderen Plattformen, auch wenn ich es ungern sage, irgendwie noch mitnimmt, damit da der eine oder andere Euro noch dabei rumkommt. Aber ja, schauen wir mal. Nicht mehr ärgern oder schon ärgern, aber trotzdem noch. Man kann trotzdem noch ein Geld damit verdienen, würde ich mal sagen. Und ja, deswegen wollen wir uns die nächste News, es ist mehr Gerüchteküche jetzt, die wir ein bisschen brodeln lassen wollen. Nämlich, es könnte sein, dass es neue Produkte bei Merch bei Amazon gibt demnächst. Okay. Und zwar auf Reddit habe ich da einen netten Beitrag gefunden. Sollen wir einblenden oder? Jetzt nicht. Warte mal. Das ist ganz lustig. Auf Reddit gibt es einen so einen Typen, der regt sich immer fürchterlich auf über sämtliche Influencer und über Ryan Hogue und über alle. Und wie heißt der Name? Nimitz34. Ja, genau. Der regt sich immer fürchterlich darüber auf. Und jetzt hat der dann aber da eben einen Beitrag geschrieben, über dass er jetzt glaubt, es könnte das also sein, dass es neue Produkte gibt. Und dann halt natürlich gleich wieder ganz gehässig hat er geschrieben, aber hier habt ihr es zuerst gelesen und wenn irgendein anderer Influencer dieses Thema aufnimmt, dann hat er das von mir geklaut, quasi diese News. Und er wird sicher nicht verlinken auf diesen Reddit-Post, weil die alle nur so tun, als würden sie selbst die News entdecken dabei. Ja, also ich verlinke sehr gerne auf diesen Beitrag, weil er hat das quasi gefunden, oder es hat nicht einmal er gefunden, irgendjemand anderer hat das herausgefunden, dass es gibt von Amazon. Aber er hat es als erster gepostet. Ja, er hat es gepostet. Es gibt scheinbar von Amazon, mittlerweile gehört das, eine T-Shirt-Seite, wo es so allerhand lustige Shirts und so gibt, die nennt sich Wood.com, vielleicht kannst du es jetzt doch einmal einblenden einfach. Wood ist scheinbar von Amazon, steht sogar im Logo einer Amazon Company. Okay. Und die dürften bisher meistens so dieselben Produkte gehabt haben, wie es halt beim Merch gibt, also auch on demand gedruckt werden. Okay. Und jetzt haben sie halt plötzlich ein paar neue Produkte bekommen. Und zwar. Oben, glaube ich, nennt sich was. Handtuch und solche anderen Taschen. Und oben haben wir nur Schürzen gesehen. Also ja, eben Schürzen hat es eigentlich geheißen, aber wieso sehe ich es nicht? Also da ist eh, ja. Schürzen und dann auch Metallposter oder so hat es geheißen. Ja, das da oben, glaube ich, könnte das sein. Okay. I want some. Die gibt es jetzt eben seit kurzem da, diese neuen Produkte. Ja, weil das T-Shirt ist eindeutig von Merch bei Amazon. Ja, weißt du. Ja. Was ist, wenn du da jetzt draufklickst? Was gibt es da? So, was haben wir da? Aber schau, lustigerweise gibt es da eben, ja, also ich weiß nicht so recht, was an diesem Gerücht dran ist, weil das ist doch eindeutig ein anderes T-Shirt als, ja, aber das ist eindeutig andere Shirts als beim Merch verwendet werden. Ja, ja. Aber andererseits kann es halt auch nur illustriert sein. Es ist nur illustriert, ja. Also ja. Das T-Shirt schaut ja eher aus, was der wie vom, das Premium-T-Shirt. Ja. Kann natürlich auch sein. Ja. Aber prinzipiell gibt es eigentlich dieselben Dinge, weil eben Sweatshirt, Hoodie, Zip-Hoodie, Tanktop. Ja, und was war da das halt eine? Was war das eine jetzt da? Das da? Ja, was soll das sein? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nur die Detailaufnahme. Ah, okay, das ist nur die Grafik quasi. Crewneck, da steht da ist ja witzig. T-Shirt, V-Neck, Tanktop, Longsleeve, Pullover-Hoodies, Crewneck, Sweatshirts, Zip-Hoodies, Raglans. Okay, und was war da jetzt neu? Da steht jetzt eben eigentlich nichts von den neuen, aber da sind die neuen Produkte. Eben eine so Grillschürze. Apron, ja. Irgendwas, ein mattes Poster. Das, glaube ich, sind halt solche, sowas ähnliches wie Displayed vielleicht. Na,
Das ist ein Display, das ist ein Metal-Poster. Das ist ein Ja, aber er hat Matrix-Poster, aber irgendwas mit okay. Metal-Poster geschrieben und Okay, dann Beach Towel. Towel. Okay. Ja, also ich glaube, es ist nur ein Gerücht und ich würde mir da jetzt nicht allzu viel Hoffnung machen, dass wir diese neuen Produkte bekommen, aber irgendwann wird es neue Produkte geben und dann Ja. feiern wir das alle. Dann schauen wir mal, wie schnell dann Born. Vielleicht hat Born ja eh schon die neuen Produkte, man Ja, weiß es nicht. wahrscheinlich kriegen diese Ja. zuerst. Aber weißt du, was das heißt? Dann haben wir wieder neue Arbeit für Research Base, weil dann müssen wir wieder neue Produkte mit Ja, einfügen. Zeit wird's. Ja. Updates. Ja, Gut. ich habe dann noch eine News, aber die würde ich, glaube ich, gern für nächste Woche behalten, weil das ist wieder ein größeres Thema, das mir sehr taugt und dann kann man uns noch ein bisschen informieren. Okay, Da aber geht jetzt es haben wir wieder so schon ein vom. bisschen. Nein, Bitte? nein, nein, nicht spoilern. Nicht spoilern. Nein, nicht spoilern. Nein, na, So, damit wir nächste Woche auch noch ein Thema haben. genau, wir haben jetzt eh schon 35 Minuten wieder. Ich Eben, denke, dass. ich bin nicht mehr gewöhnt, so lang zu arbeiten. Hallo, ich muss mich um mein Kind kümmern. Ich muss jetzt schlafen gehen. Ich muss jetzt Siesta wach. Gut, dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben natürlich und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche. Also dann, Freue viert mich euch. schon. Ciao. Tschüss.